folgende Aufgabe. Es sollen diese drei Werte als Punkte in ein Koordinatensystem eingezeichnet werden und dann sollen diese beiden Werte hier mit einer Exponentialkurve verbunden werden. Gut, beginnen wir mal die Werte einzuzeichnen. Wir können uns entscheiden, dass der 8.3. der Zeitpunkt 0 ist. Deswegen nehme ich hier als x-Koordinate 0, die y-Koordinate ist 99 und genau so gebe ich es ein. Ich mache eine Klammer, dann 0/99 und der Punkt ist schon da. Warum sieht man ihn nicht? Nun ganz einfach, weil die y-Achse ja nicht vom Maßstab optimal eingestellt ist. Ich bin hier am Laptop, das heißt, ich drücke jetzt oder ich halte jetzt die Umschalttaste gedrückt, dann fahre ich mit der Maus über die y-Achse und mit gedrückter Maustaste ziehe ich das runter und hoppala, da ist schon der erste Punkt. Wir brauchen es bis 655, also ich sollte jetzt gleich mal so weit ziehen, dass man 655 sieht. Ja, das müsste gehen, 650, 700, passt. So, dann geben wir mal den nächsten Punkt ein, der ist 3 Tage später, deswegen x-Koordinate jetzt um 3 vergrößert, 3 und der Wert ist 206, also Klammer 3/206, das ist der Wert B und der Wert C hat dann die Koordinaten wieder 3 Tage weiter, also 6 und 655. So, jetzt sieht man auch gleich, dass der Wert bei 6 hier oben hinter der Grafik verschwunden ist. Deswegen ziehe ich auch jetzt schnell mal die x-Achse ein bisschen in die Breite. Dann haben wir die Punkte hier schön alle drei sichtbar. So, und jetzt brauchen wir noch die Formel. Den Wachstumsfaktor, der wurde schon in einem der vorigen Videos berechnet. Der ist 1,47048. Als Startwert nehme ich jeweils den früheren Wert, also 206, und damit kann ich die Funktion schon eingeben, nämlich f von x, schauen wir mal kurz, wir sind im Grafikmodus, deswegen nur ein normales, ist gleich, und jetzt kommt die Formel, Anfangswert, also 206, mal Wachstumsfaktor, also 1,47048 und das Ganze hoch x. Und voilà, es stimmt schon, aber nur fast. Wieso geht jetzt die Kurve nicht durch diese beiden Punkte? Da soll sie ja eigentlich durchgehen, weil diese beiden Punkte habe ich ja für meine Berechnung verwendet. Naja, eigentlich ganz logisch. Wenn ich als Anfangswert 206 eingebe, dann wird ja der Anfangswert immer bei der y-Achse gezeichnet. Also, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss die Kurve um 1, 2, 3 Einheiten nach rechts verschieben. Naja, und wie verschiebt man eine Kurve nach rechts? Ganz einfach, ich ersetze das x durch x minus 3. Weil alles, was ich bei der x-Richtung mache, da mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich glaube. Also nach rechts verschieben ist eben nicht plus, sondern minus. Und alles, was ich jetzt machen muss, ich gehe nochmal zu meiner Formel und nehme jetzt hier dieses x oben und ersetze es durch Klammer x minus 3, bestätigen und tadam, es schaut alles genauso aus, wie ich es will. Die Kurve geht durch diese beiden Punkte, weil ich habe sie gerade um den richtigen Betrag nach rechts verschoben und man könnte sich auch jetzt, wenn man will, wenn man hier mit dem Mausrad kann man ja den Zoom-Faktor verändern, könnte man sich jetzt zum Beispiel ansehen, wie sich die Kurve weiterentwickelt, wenn sich der exponentielle Verlauf so abbildet, wie er durch diese beiden Punkte hier berechnet wurde.